Moinsen und herzlich willkommen zur letzten Softwaretechnik-Vorlesung in diesem Semester. Dieses Mal zum Thema Projektmanagement. Wir werden neben dem Projektmanagement auch nochmal das Semester Revue passieren lassen. Das heißt, ich werde am Ende auch nochmal einen Überblick über alle Themen in diesem Semester geben. Und los geht's! Projektmanagement. Wir haben uns in den letzten Vorlesungen damit auseinandergesetzt, welche Phasen es eigentlich in der Softwareentwicklung gibt, im Software-Engineering, um was wir uns da alles kümmern müssen. Wir haben in der letzten Vorlesung besprochen, wie ein Vorgehensmodell aussehen kann, wie man also diese Phasen verknüpfen kann, wann man zwischen den Phasen hin und her geht oder welche Phasen vielleicht sogar ineinander greifen. Was wir noch nicht besprochen haben, ist ein Aspekt, wie wir eigentlich zu einem Preis von der Software kommen. Ja, also wer entscheidet eigentlich, wie teuer das ist? Guckt mal einfach am Ende, wie teuer das Ganze war. Typischerweise ist es nicht so, sondern wir werden das heute kurz thematisieren, und zwar im Kontext vom Projektmanagement. Und wenn wir auf unsere Schaukeln zurückkommen, dann ist es natürlich so, dass irgendwie in den verschiedenen Phasen es vielleicht schon ein unterschiedliches Verständnis gibt. Und wenn es dann zum Preis kommt, dann sieht der vielleicht so aus. Ja, dann haben wir unsere Schaukel und tatsächlich wird uns ein ganzer Freizeitpark verkauft. Dieses Bild hat natürlich Symbolcharakter, weil einerseits unterschätzt man den Preis von Software oftmals. Das heißt, Softwareentwicklung ist teuer, Software ist teuer und das heißt, da muss man auch mit rechnen sozusagen, dass man es da unter Umständen mit hohen Summen zu tun hat. Das andere ist natürlich, wo kommt dieser Preis eigentlich her? Der Preis wird meist einfach festgesetzt vom Projektmanagement. Und natürlich das Projektmanagement, was wir hier jetzt auch betrachten werden. Denn je größer die Software ist, die wir entwickeln, umso mehr kann da schiefgehen. Und das Management trägt entscheidend dazu bei. In dieser Vorlesung gibt es drei Teile. Im ersten Teil werde ich euch so ein bisschen einführen. Was ist eigentlich Projektmanagement und warum brauchen wir das? Wir werden uns da auch verschiedene Phasen oder Aktivitäten im Projektmanagement ansehen, etwas genauer. Im zweiten Teil kommen wir dann zum Thema Planung. Das heißt, die Planung von einem Projekt. Wie stelle ich einen Zeitplan auf? Welche Mechanismen gibt es dazu? Wir werden dazu Kanten, Gantt-Diagramme und Netzpläne kennenlernen. Und im letzten Teil der Vorlesung, wie angekündigt, werde ich euch eine Zusammenfassung von dem ganzen Semester geben und einen kleinen Ausblick auf das nächste Semester. Einführung zu Projektmanagement. Erstmal, was ist ein Softwareentwicklungsprojekt? Wir werden jetzt demnächst öfter von Projekten sprechen und Projektmanagement hat ja auch schon im Titel den Namen Projekt. Projekte gibt es natürlich auch außerhalb der Software, der Softwaretechnik. Ein Projekt ist generell was irgendwie zeitlich abgeschlossen ist. Es gibt irgendwie einen Start und ein End. Es ist nichts, was auf unbestimmte Zeit läuft. In der Softwarewelt sprechen wir dann über sogenannte Softwareentwicklungsprojekte oder auch Software-Engineering- oder Softwaretechnik-Projekte. Diese Projekte in der Softwarewelt, die haben bestimmte Ziele. Also im Allgemeinen geht es um das Erstellen von neuer Software oder auch das Modifizieren von Software. Es geht um die Erstellung oder Veränderung von Teilen für die Software, also zum Beispiel für Komponenten, Bibliotheken, die ich irgendwo anders einbinden kann und dann in zukünftigen Projekten verwenden kann oder vielleicht sogar in mehreren Softwareprojekten oder Softwaresystemen einsetzen kann. Es gibt aber noch weitere Ziele von einem Softwareprojekt, denn aus Sicht eines Unternehmens will man sich natürlich auch nicht nur sozusagen damit Geld verdienen, dass man die Software entwickelt, sondern natürlich auch die Erfahrung verbessern und Wissen erhalten darin, wie man Software entwickelt. Und nicht zuletzt sozusagen, da gibt es noch viele weitere Ziele, die ein Softwareprojekt haben kann, aber aus Management-Sicht gibt es natürlich auch das Ziel, die Mitarbeiter auszulasten. Ja, das heißt, wenn ihr euch vorstellt, es gibt ein großes Unternehmen, dann möchte man natürlich auch zusehen, dass zu jedem Zeitpunkt alle Entwickler ausreichend zu tun haben. Wann ist jetzt so ein Projekt erfolgreich? Na, es ist erfolgreich, wenn es zum Großteil, größtenteils seine Ziele erfüllt. Jetzt haben wir so ein bisschen besprochen, was ein Softwareprojekt ist und wir wollen jetzt zum Thema Projektmanagement kommen. Warum brauchen wir das Projektmanagement? Hierzu ein Zitat. Good management cannot guarantee project success. However, bad management usually results in project failure.
The software may be delivered late, cost more than originally estimated or fail to meet the expectations of customers. Und das ist das, was wir jetzt schon häufig besprochen haben. Es gibt ganz viele Faktoren, durch die ein Softwareprojekt fehlschlagen kann und schlechtes Management ist eins davon. Und hier sehen wir wieder diese drei Aspekte, die reingreifen, die wir auch schon im Spannungsdreieck kennengelernt haben, ganz am Anfang des Semesters. Ja, die Ziele des Managements sind, dass die Software innerhalb der vorgegebenen Zeit zu entwickeln, innerhalb der veranschlagten Kosten. Wir wollen die Erwartungen erfüllen des Kunden. Ja, hier steht explizit die Erwartungen und nicht die Anforderungen, weil die Anforderungen vielleicht gar nicht genau das am Anfang ausgedrückt haben, was tatsächlich das ist, was man braucht. Und nicht zuletzt hat das Management auch immer im Sinn, dass das Team, was dafür zuständig ist, für diese Software zu produzieren, zu entwickeln, die Anforderungen aufzunehmen, dass das auch gut funktioniert, nicht nur für dieses eine Projekt, sondern auch danach. Ja, das heißt, wir wollen Leute nicht verschleißen und das ist durchaus ein wichtiger Punkt, wo man immer mehr sieht, dass zum Beispiel so kurzfristig natürlich auch mal Überstunden oder Ähnliches denkbar sind. Wir haben das schon in der agilen Softwareentwicklung kennengelernt, dass das aber auf Dauer eben nicht funktionieren kann. Jetzt könnte man sagen, okay, Projektmanagement, ja, ich erzähle euch jetzt hier, wie das funktioniert und dann könnt ihr das bei jedem System 1:1 so einsetzen und in jeder Firma. Tatsächlich ist es nicht so einfach, weil wie Projektmanagement aussehen sollte, hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel von der Unternehmensgröße. Ja, je größer das Unternehmen, desto größere Hierarchien haben wir im Management und dann gibt es eben auch entsprechende Vorgaben, irgendwelche Prozesse, wie das Reporting oder wie die Vergabe von Budgets zu erfolgen hat. Das heißt, je größer die Firma, je größer die Software, desto mehr Management hat man eigentlich oder desto mehr hat man mit Management zu tun. Das ist natürlich sicherlich in einem kleinen Startup, wo zwei, drei Leute einfach zusammen eine App entwickeln, ein ganz anderes Management, was man dafür auch braucht und viel weniger. Dann kommt das vielleicht auch von den Kunden, weil wenn ich jetzt, das haben wir beim letzten Mal so ein bisschen besprochen, nach dem V-Modell vorgehe, was ich häufig muss bei Beauftragungen von Bund und Ländern in Deutschland, dann hat man typischerweise Anforderungen zu erfüllen an diesem Prozess. Ja, dann muss ich auch sozusagen aus Managementperspektive darauf Rücksicht nehmen. Dann die Größe der Software, das habe ich eben schon erwähnt. Wenn ich ein sehr großes Software-System entwickle, dann sind es auch mehrere Teams. Die Teams können sich vielleicht über mehrere Unternehmen erstrecken und vielleicht auch geografisch an verschiedenen Positionen sein. Dann gibt es noch den Software-Typ. Das heißt, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Software, die wir entwickeln können. Und wenn wir Safety-kritische Systeme oder generell im Deutschen sicherheitskritische Systeme, das kann also auch Security bedeuten, dann müssen wir viele Designentscheidungen viel besser dokumentieren. Ja? Dann haben wir sozusagen eine ganz andere Erwartungshaltung an das Management, dass eben sowas auch passiert. Gut, und dann zu guter Letzt, es gibt eine ziemlich enge Kopplung zwischen Management und dem Prozess, dem Vorgehensmodell. Abhängig von dem Vorgehensmodell muss natürlich das Management entsprechend anders aussehen, je nachdem, ob ich mit Scrum entwickle oder nach dem V-Modell sieht das Management durchaus anders aus. Wir Informatiker stehen natürlich immer vor der Fragestellung, wenn ich jetzt irgendeine Aufgabe habe, die mich ziemlich doll beschäftigt, sollte ich das nicht irgendwie automatisieren? Und in der Theorie funktioniert das natürlich so, dass ich das einfach automatisiere und dann geht es schneller und ich habe Freizeit gewonnen. In der Praxis sieht es allerdings häufig so aus, dass man eigentlich mehr Zeit damit verbringt, das jetzt zu automatisieren und das vielleicht nicht funktioniert. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, aber diese Entscheidung, die wir im Kleinen haben, die jeder Informatiker tagtäglich hat, ob er sich jetzt Tools schreibt, die irgendwas für ihn
automatisieren, Skripte oder ähnliches. Das haben wir natürlich auch im Großen. Und eine Idee von Management ist eben, sowas zu verhindern, dass man dann vielleicht sogar überhaupt keine Zeit mehr hat für die ursprüngliche Aufgabe. Das Bild soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in der Industrie häufig aber umgekehrt das Problem gibt. Es gibt ganz viele Personen, die vor einem Excel-Sheet sitzen und in Taschenrechner irgendwelche Daten eintippen und die wieder in Excel zurückspielen, einfach weil sie nicht wissen, was man mit Excel alles machen kann und wie man mit Formeln umgehen kann. Ja, das heißt, das ist durchaus nicht ganz einfach zu entscheiden und im Einzelfall. Wo wir allerdings mit Projektmanagement hinwollen, ist, dass eben nicht der untere Fall eintritt in der Realität, sondern dass wir im Zweifelsfall relativ früh die Notbremse ziehen und dann sagen, okay, wir stoppen jetzt die Automatisierung oder wir schätzen vielleicht vorher sogar schon die Risiken entsprechend ab. Welche Aktivitäten gibt es jetzt im Projektmanagement? Somerville unterscheidet 5 Aktivitäten, mit denen wir es zu tun haben. Die ersten 3 sehen wir hier, zum Beispiel die Projektplanung. Project managers are responsible for planning, estimating and scheduling project development and assigning people to tasks. They supervise the work to ensure that it is carried out to required standards and they monitor progress to check that the development is on time and within budget. Projektmanager sind also ein bisschen die Personen, die das Projektmanagement durchführen und das sind die, die eben mit der Planung, Abschätzung, Kostenabschätzung oder dem Scheduling vertraut werden und die das sozusagen durchführen müssen. Was wir da auch sehen, ist nicht nur entscheidend, was überhaupt wann passiert, sondern auch welche Personen damit zu tun haben. Und Teil dieser Planung ist eben auch, dass man während des Projekts guckt, ob der Plan erfüllt wird. Und wir werden im zweiten Teil der Vorlesung Techniken kennenlernen, mit denen wir das machen können. Die zweite Aktivität im Projektmanagement von diesen 5 Aktivitäten ist das Risikomanagement. Project managers have to assess the risk that may affect the project, monitor these risks and take action when problems arise. Wir müssen das Risiko irgendwie vorher abschätzen. Wir müssen das Risiko auch über den Projektverlauf weiterhin im Auge behalten, ob sich vielleicht neue Risiken ergeben und mit diesen Risiken entsprechend umgehen und überlegen, können wir dieses Risiko irgendwie adressieren, können wir das irgendwie minimieren oder sollten wir vielleicht einen anderen Weg einschlagen oder können wir mit diesem Risiko leben. Und zum Dritten, das Management von Personen, People Management. Project managers are responsible for managing a team of people. They have to choose people for their team and establish ways of working that lead to effective team performance. Und das ist durchaus ein wichtiger Punkt und den haben wir natürlich generell im Projektmanagement, ob es jetzt ein Softwareprojekt ist oder nicht, dass wir Personen managen müssen, dass wir sozusagen auch uns über Teams Gedanken machen müssen, was sind die richtigen Personen für ein Team, wie gehen wir mit um, wenn es Probleme gibt in der Teamarbeit. Und im Endeffekt gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die damit reinspielen. Die gucken wir uns gleich nochmal etwas detaillierter an. Dann gibt es das Reporting. Project managers are usually responsible for reporting on the progress of a project to customers and to managers of the company developing the software. They have to be able to communicate at a range of levels, from detailed technical information to management summaries. Und das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe von so einem Projektmanager. Das heißt Reporting, das heißt einerseits gegenüber den Vorgesetzten, aber andererseits auch gegenüber dem Kunden aufzuzeigen, so und so gut läuft das Projekt bisher, das ist sozusagen das, was bisher erreicht wurde und das auf sehr verschiedenen Granularitätsstufen und Detailstufen. Ja, das heißt einerseits in der Kommunikation mit dem Team selbst, auf einer sehr technisch versierten Level gegenüber einem Management, gegenüber dem Kunden unter Umständen deutlich abstrakter, weil es da nicht um die Details geht. Und zu guter Letzt das Schreiben von Angeboten, Proposal Writing. The first stage in a software project may involve writing a proposal to win a contract to carry out an item of work.
The proposal describes the objectives of the project and how it will be carried out. It usually includes cost and schedule estimates and justifies why a project contract should be awarded to a particular organization or team. Proposal writing is a critical task as the survival of many software companies depends on having enough proposals accepted and contracts awarded. Wir tun, oder die Softwareentwicklung, die passiert natürlich nicht zum Selbstzweck und ein Softwareunternehmen muss natürlich auch immer den ökonomischen Aspekt im Hintergrund haben, dass man sozusagen Geld einspielen muss, um die Mitarbeiter weiterhin zu bezahlen. Und typischerweise ist es eben so, dass noch bevor alle Anforderungen eigentlich klar sind, wir haben da von Lastenheft gesprochen in dem Kontext, dann will man ein Angebot abgeben, wenn es eigentlich nur die Nutzeranforderungen gibt. Ja, das heißt, wir wissen, kennen die Systemanforderungen tatsächlich noch gar nicht, so detailliert ist das System noch gar nicht oder sind die Anforderungen noch gar nicht aufgenommen für das System. Aber an der Stelle, und das ist sozusagen ein bisschen unfair für den Projektmanager, an der Stelle muss der Projektmanager aber trotzdem schon ein Angebot abgeben und sagen, wir können das in einem halben Jahr entwickeln und brauchen dafür so und so viel Geld. Wir kommen jetzt zu zwei dieser Aktivitäten nochmal etwas detaillierter, und zwar erst zum Thema Risiko. Prinzipiell, das Risiko hat zwei Komponenten, zum einen die Eintrittswahrscheinlichkeit und zum anderen die Schwere. Und jetzt ist das so, dass man das Risiko jetzt nicht auf konkrete Zahlen mappen oder Wahrscheinlichkeiten mappen kann, ja, wo man jetzt sagen kann, das Risiko ist 0,1 Promille oder ähnliches. Was man stattdessen macht, weil man das sozusagen ja einfach, das ist ein manueller Prozess im Üblichen, man muss dieses Risiko abschätzen und das macht man deswegen in T-Shirt-Größen, wenn ihr so wollt. Ja, also es gibt einfach verschiedene Kategorien und wir stufen dann ein, ob etwas einfach unwahrscheinlich ist, eine geringe, moderate oder eben hohe Wahrscheinlichkeit hat. Und genauso ist es mit der Schwere, wo wir sagen, es ist eben eigentlich nicht schlimm sozusagen, wir können es tolerieren, es ist schwerwiegend oder es ist eben sogar, hat Katastrophencharakter, wenn das eintritt. Schlimm sind also die Risiken, die eine hohe Eintretenswahrscheinlichkeit und eine hohe Auswirkung haben. Und wenn wir also Risiken haben, die unwahrscheinlich und ein geringes Risiko oder geringe Auswirkung haben, dann würden wir also mit denen ganz anders umgehen, die können wir vielleicht sogar ignorieren. Jetzt gibt es eine Klassifikation der Risiken, das ist durchaus nicht immer ganz eindeutig. Ein Risiko kann auch mehrere dieser Kategorien betreffen, aber trotzdem ist es ganz sinnvoll, darüber nachzudenken, in diesen Kategorien. Einerseits gibt es Risiken für das Projekt. Wir führen jetzt ein Softwareprojekt durch und dieses Softwareprojekt hat Ziele und die werden vielleicht nicht erfüllt, weil es irgendwelche Risiken gibt. Dann gibt es das Produkt selbst, das heißt, es wird ja ein Softwareprodukt entwickelt in dem Projekt oder vielleicht sogar mehrere oder Kombinationen von Produkten und auch dafür gibt es ein gewisses Risiko, dass da irgendwas nicht funktioniert, dass die Qualität von diesem Softwareprodukt nicht stimmt. Und dann gibt es Risiken, die direkt das Unternehmen, das organisatorische, ökonomische betreffen. Ja, es kann durchaus sein, dass eine Firma pleite geht wegen eben diesem Risiko. Und all diese drei Kategorien sind natürlich wichtig im Blick zu haben aus Sicht des Managements. Und wie gesagt, da kann es auch durchaus Kombinationen geben zwischen diesen verschiedenen Risiken. Jetzt die Frage, wie sieht eigentlich Risikomanagement aus? Was macht man da eigentlich? Naja, zunächst muss man die identifizieren. Das heißt, man muss sich überlegen, welche Projekt-, Produkt- und Business-Risiken gibt es. Dann muss man sich überlegen, für diese Risiken eine Analyse betreiben, was ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und wie schlimm wäre das? Und anhand dieser Analyse kann man die dann priorisieren und sagen, ja, um die schlimmsten Risiken kümmert man sich eben und für die macht man eine sogenannte Planung. Das heißt, man überlegt sich, wie kann man diese Risiken adressieren? Kann man sie komplett vermeiden oder kann man zumindest deren Effekte oder Auswirkungen minimieren? Wichtig bei der Risikobewertung ist, dass wir die Risiken nicht während des Projekts außer Acht lassen, sondern immer wieder neu bewerten. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass sich einfach ein neues Risiko ergibt, dadurch, dass es einen Wechsel gibt, dadurch, dass man die Anforderungen nachträglich nochmal ändert oder dadurch, dass sich in der Entwicklung was ändert.
Im Zusammenhang mit der agilen Entwicklung mal ein Beispiel zu Risiken. Wir haben ja agile Entwicklung als eigentlich sehr positiv gegenüber Risiken besprochen, die durch veränderte Anforderungen kommen, ja, weil agile Entwicklung eben sehr gut mit solchen Änderungen an Anforderungen umgehen kann. Allerdings kommt das sozusagen zum Preis, dass wir ein höheres Risiko haben, wenn wir Mitarbeiter verlieren. Und das liegt einfach daran, dass man in der agilen Entwicklung typischerweise weniger dokumentiert, warum irgendwelche Entscheidungen getroffen wurden. Und dadurch, wenn jetzt gleichzeitig die Hälfte vom Team einfach die Firma verlässt, dann ist es schwierig, dieses Team oder diese verlorene Mitarbeiter da wieder zu ersetzen. Das heißt, hier sehen wir auch, dass bestimmte Mechanismen, sowas wie agile Entwicklung einzusetzen, durchaus positive und negative Aspekte gleichzeitig auf das Risiko haben kann. Dann noch den zweiten Teil, den wir hier nochmal rausgreifen wollen, und zwar das People Management, also wie man sozusagen mit den Personen umgeht, und hier eine kurze Motivation dazu von Somerville. The people working in a software organization are its greatest assets. It is expensive to recruit and retain good people and is up to software managers to ensure that engineers working on a project are as productive as possible. In successful companies and economies, this productivity is achieved when people are respected by the organization and are assigned responsibilities that reflect their skills and experience. Hier steht im Prinzip, dass die Personen, die ich in einem Unternehmen habe, die Mitarbeiter, dass das eigentlich das wichtigste Gut ist, das eine Firma hat. Und es ist unglaublich schwierig, gute Leute zu finden oder Ersatz für gute Leute zu finden. Es ist natürlich ein permanenter Prozess, irgendwie gute Leute zu rekrutieren. Allerdings ist eben genauso wichtig, dass man die einerseits hält, andererseits auch, dass diese Personen, diese Mitarbeiter eben möglichst produktiv arbeiten können. Und dafür gibt es eine Reihe von Sachen, was man dabei beachten muss. In der Praxis dazu, Software Engineers often have strong technical skills, but may lack the softer skills that enable them to motivate and lead a project development team. Ja, und wir sehen in der Praxis, Google hat als Einstellungsvoraussetzung, dass man programmieren kann. Das heißt, man hat ein technisches Verständnis, aber das heißt natürlich nicht, dass jeder Programmierer jetzt gut als Teammanager ist und sozusagen alle Qualitäten mitbringt, die es braucht, um ein Team zu führen. Und da gucken wir jetzt nochmal ein bisschen detaillierter rein, was sind denn so wichtige Faktoren, an denen ich festmachen kann, ob ein Team oder was gute Teamführung jetzt eigentlich bedeutet. Zum ersten haben wir Consistency. Treat people comparably with similar rewards. Das heißt, ich möchte die Teammitglieder, die sollen sozusagen eine ähnliche Anerkennung für ihre Arbeit bekommen und es sollte keiner bevorzugt werden. Ja, weil sobald eine Bevorzugung von einigen Personen stattfindet, fühlen sich andere benachteiligt. Dann gibt es den Respekt, den sozusagen das Management gegenüber den Mitarbeitern oder Teammitgliedern haben muss, dass eben alle Teammitglieder entsprechend ihrer Skills, Fertigkeiten, Erfahrungen durchaus mitwirken können. Ja, das heißt, das sehen wir auch bei Inclusion, man sollte also selbst Personen, die eben noch nicht so lange dabei sind, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mitbringen, auch Personen, die nicht so viel Programmiererfahrung haben, durchaus die Chance geben, dass sie sich mit einbringen können, weil nur dann fühlen sie sich wertgeschätzt und können auch produktiv arbeiten und können sich tatsächlich verbessern. Weil ansonsten geschieht ein Teufelskreis, ja, dass eben sozusagen eine Person, weil sie eben der Newbie ist und sozusagen relativ neu erst im Team ist, gar nicht aus dieser Newbie-Rolle rauskommen kann. Und Ehrlichkeit, das heißt, das Management, der Manager muss natürlich sowohl ehrlich mit Stärken als auch Schwächen von dem Team umgehen, denn nur so kann das Team selbst auch sich persönlich verbessern. Hier noch ein Hinweis zum Teamwork. Most professional software is developed by a project team that range in size from 2 or several hundred people. However, as it is impossible for everyone in a large group to work together on a single problem, large teams are usually split into a number of smaller groups. Each group is responsible for developing part of the overall system. Und hier sehen wir eine deutliche Verbindung zwischen dem Leiten von Teams, dem Managen und der tatsächlichen Entwicklung. Wir haben in der Entwicklung schon gesagt, das können nicht einfach
hunderte Entwickler zusammen an einer Softwarekomponente arbeiten. Wir brauchen da irgendwie kleinere Teams. Und in agilen Entwicklungen haben wir da explizit sogar über Zahlen gesprochen, haben gesagt, so groß kann ein Team tatsächlich sein. Und jetzt ist sozusagen, der Begriff Team ist natürlich hier ein bisschen überladen, weil hier ist jetzt auch die Rede von Gruppen. Aber wichtig ist, dass die Personen, die tagtäglich zusammenarbeiten, dass das eben nicht beliebig viel sein können, sondern dass wir eben bei großen Softwareprojekten dann darüber nachdenken müssen, wie wir die weiter unterteilen können und auch wie diese Teams untereinander interagieren. In diesem Abschnitt der Vorlesung wollte ich euch ein bisschen einführen, was ist eigentlich, was macht Softwareentwicklungsprojekte aus, was zeichnet Projektmanagement aus, was sind die Ziele, die Einflussfaktoren, nach denen sich entscheidet, wie Projektmanagement aussehen sollte und was sind typische Aktivitäten. Wir haben da 5 Aktivitäten unterschieden und 2 jetzt etwas detaillierter besprochen, nämlich das Risiko und das Personenmanagement. Ihr könnt euch das gern auch nochmal anlesen in Ian Somervilles Buch, relativ ausführlich. Und zum Thema Softwareprojekte gibt es auch einen Teil in Ludewig und Lichters Buch. Jetzt gibt es eine Aufgabe für euch, mit der ihr sozusagen ein bisschen euch reindenken könnt. Und zwar solltet ihr euch mit dem Risiko ein bisschen auseinandersetzen. Und ihr sollt mal selbst überlegen, was gibt es eigentlich für Risikofaktoren. Und ihr sollt überlegen, so in 2 bis 3 Sätzen, ein mögliches Risiko beschreiben, überlegen, was ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, die Schwere und betrifft das jetzt Produkt, Projekt oder das ganze Unternehmen. Was ihr damit tut, ist im Prinzip Risiko, Identifikation und Analyse. Das Ganze sollt ihr hochladen in Moodle und ihr sollt dann für eine andere Einreichung von einem anderen Kommilitonen, sollt ihr dann mal Risikoplanung und Monitoring betreiben. Und zwar sollt ihr überlegen, wie kann man jetzt damit umgehen, mit diesem Risiko und was könnte sich vielleicht inmitten oder während der Projektausführung ereignen, was das Risiko vielleicht erhöht oder minimiert und wie könnte man damit dann umgehen. Viel Spaß bei der interaktiven Aufgabe. Ich freue mich auf eure Einreichung. Wie immer könnt ihr da auch Fragen zu diesem Teil der Vorlesung loswerden. Bis zum nächsten Teil.